Amelie hat ein bisschen Zeit für uns gefunden und wir wollen diese Zeit nutzen, um über ganz konkrete Dinge zu sprechen, nämlich über Liebeslieder und genauso sehr über empowernde Songs und warum sich beides vielleicht gar nicht so sehr ausschließt oder widerspricht. Mhm. Wir wollen auch darüber sprechen, dass beides sogar vielleicht ganz gut nebeneinander her existieren kann, weil dass beides nebeneinander auch ganz gut funktioniert, beweist du auf deiner aktuellen EP, Pulling Punches heißt die. Aber bevor wir über all das sprechen, vielleicht mal so ganz fix aus dem Bauch heraus, welcher Song empowert dich gerade am allermeisten? Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Song sagen kann, aber Lizzo. Mhm. Ja, fair. Das lassen wir gelten. Ja. Das ist eine komplette. Kann man so stehen. Ja, das ist ein komplettes Empower-Album einfach. Ja. Und Gegenstück, welches, wenn du ein Liebeslied empfehlen müsstest, eins, das es dir sehr doll angetan hat, welches wäre das? Es gibt ein Lied, was ich jetzt neulich entdeckt habe von Kushi. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja. I Know heißt der. Ja. Und das ist auch so eine Art Liebeslied, wo es darum geht, wo es also aus der Perspektive von einem Partner, wenn der andere mental Issues hat. Mhm, und das finde ich sehr schön. Okay, ja. Gut, lassen wir das so stehen. Wir wollen nämlich genau darüber auch jetzt mit dir sprechen natürlich. Empowernde Songs über Liebeslieder, weil du das auf deiner EP ja auch tust oder auch unterbringst. Zum einen natürlich mit dem Song I'm Not Trying to Be Your Girl und auch mit Green Eyes. Lass uns gerne mal über den empowernden Song zuerst sprechen, mhm. I'm Not Trying to Be Your Girl. Weißt du noch, aus welchem Gefühl oder vielleicht gab es ja auch eine konkrete Situation, aus der der Song irgendwie resultiert ist? Also ich habe den in L.A. geschrieben. Mhm. Und zu der Zeit habe ich mich sehr viel mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt. Mhm. Und da gab es jetzt keinen genauen Moment, aber ich hatte einfach Bock, mal so einen Song zu schreiben. Ja. Ja. Ja, fair. Also die Frage, warum es empowernde Songs geben sollte und auch geben muss, die erübrigt sich ja irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ne? Also ich glaube, gerade Frauen braucht man nicht beantworten, warum es diese Art von Song geben muss. Aber worin bestand denn für dich vielleicht ganz persönlich als Künstlerin so der Anreiz, so einen Song zu schreiben, sowas irgendwie auch im Repertoire zu haben und auch auf der Bühne stehen zu können, hoffentlich bald wieder in Zukunft und irgendwie so einen Song zu haben? Ich merke das schon, dass man so als Frau, also das hat man auch schon oft gehört, aber es ist nun mal so, dass man als Frau so sich ein bisschen mehr beweisen muss, auch in der Musikszene und keine Ahnung, wenn so als Beispiel, wenn man irgendwie irgendwo spielt und im Venue ankommt und die Technik Dudes sind da, die sind halt, die gehen gar nicht davon aus, dass ich das Licht aufbauen kann. Ja. Also, und solche Situationen führen so ein bisschen dazu. Ja. Dass man das in einem Song rauslässt. Ja, und weil man einfach, finde ich, auch oft hört, dass sich ganz viele Mädchen vor allem nicht trauen, so richtig, weil es halt auch weniger Vorbilder gab, so, die das so vermittelt haben und empowernde Songs gemacht haben. Und das fängt halt gerade jetzt erst so an. Das finde ich sehr gut. Ja, voll. In der Hook gibt es ja die Zeile, ich hoffe, ich zitiere sie richtig, I might cut you off of me because you don't comfort me. Mhm. Also im übertragenen Sinne, sich irgendwie von jemandem lossagen, der ihm nicht so richtig gut tut. Und ich habe mich gefragt, in dem Kontext finde ich es voll schön zu wissen, wann fühlst du dich denn, das ist jetzt irgendwie ein komischer Anglizismus, aber gecomfortet? Also was gehört da für dich dazu, dass du sagst, da fühle ich mich wohl und das braucht es für mich so? Naja, eigentlich ganz einfach, also ein Umfeld, ob es jetzt eine Beziehung ist oder nicht, wo man einfach komplett man selbst sein kann und sich nicht irgendwie unterbuttern lässt. Oder das Gefühl hat, man kann manche Dinge nicht sagen oder manche Grenzen für sich nicht setzen. Mhm. Ja, okay. Es gibt noch ein wenig später in dem Song auch die Zeile Oh, she overreacts, she must relax. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Lieblingszeile in dem Song, meine Lieblingsstelle. Ich finde die nämlich ganz gut, weil, also, ich weiß nicht,
du kannst ja gleich mal sagen, was genau du mit der Zeile gemeint hast und beabsichtigt hast. Aber für mich spricht da auch so ein bisschen dieses raus, dass man Frauen, wenn sie irgendwie auf ihr Umfeld reagieren oder so, dass ihnen oft auch so eine Hysterie oder eine Überreaktion unterstellt wird. Gerade wenn sie irgendwie wütend reagieren oder so. Und deswegen würde mich voll interessieren, was machst du denn oder wie reagierst du, wenn dir jemand sagt, Amelie, komm mal runter jetzt, das ist, was soll das? Also, keine Ahnung, komplette Überreaktion. Was entgegnest du deinem Gegenüber? Einfach, nee, ich überreagiere nicht und wenn, dann ist es mein gutes Recht, wenn man sich irgendwie angegriffen fühlt oder es ist eine Situation, gibt, wo man sich nicht okay behandelt fühlt, dann ist es auch okay, seine Meinung zu sagen und auch mal wütend zu werden. Ja, voll. Ich habe ja gerade jetzt schon sehr viel in diese Zeile reininterpretiert. Vielleicht kannst du noch mal so ein, zwei Sätze zu dieser Zeile sagen, vielleicht was das... Ja, es ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Also sobald, also jetzt gerade auch, wo dieses Feminismus-Thema so ein Ding ist und viele Frauen da ihren Mund aufmachen, das ist halt ganz oft irgendwelche Männer um die Ecke kommen, die halt sagen, ja, es ist doch alles gar nicht so schlimm und ihr übertreibt voll und man hat einfach manchmal so Situationen, ich hatte auch schon so Situationen, wo ich viel diskutieren musste und Leute halt irgendwie denken, man überreagiert und Diskutierst du dann gerne in diesen Situationen? Also sind das Diskussionen, die du gerne führst, weil sie irgendwie gerade auch geführt werden müssen, so, um irgendwie voranzukommen, um da was zu ändern? Oder ist das schon eher, dass du sagst, finde ich relativ ermüdend? Beides wäre ja auch irgendwie okay und hätte... Ja, es ist so eine Mischung, kommt so ein bisschen drauf an. Eigentlich mag ich das ganz gerne, darüber zu reden, weil es einfach wichtig ist, dass darüber geredet wird. Und es auch immer mehr Leute gibt, die... Also man merkt voll, dass es ganz viele Leute gibt, vor allem so in der älteren Generation, die sich dessen gar nicht so richtig bewusst sind. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, diese Diskussion zu führen. Aber in manchen Situationen ist es natürlich auch ermüdend. Voll. Vor allen Dingen, wenn man das mit Leuten älterer Generation führt und man kommt trotz Diskussion irgendwann nicht so auf einen ähnlichen Nenner, ist es irgendwann schon ein bisschen, ich schmeiß jetzt hier hin die Diskussion. Ja, aber es gibt auch beides. Also ich hatte auch Situationen mit älteren Leuten, die voll verständnisvoll sind und die halt voll ehrlich gesagt haben, bei uns in der Generation war das einfach kein Thema. Ja. Und Leute haben sich darüber nicht Gedanken gemacht und Leute haben sexistische Witze gemacht und so, aber es war einfach kein Thema und es war irgendwie normal. Die aber halt trotzdem jetzt viel woker werden so und das auch annehmen können. Green Eyes ist dann der andere Song, über den wir sprechen wollen, unter dem eher ja Liebeslied-Aspekt. So. Ja. Und also wir haben ja gerade eben schon mal gesagt, wenn man jetzt so in ganz klassischen Kategorien denkt, könnte man vielleicht denken, okay, so ein empowernder Song wie I'm Not Trying to Be Your Girl, wie kann der dann auf derselben EP sein wie ein Liebessong wie Green Eyes? Weil wenn man, wie gesagt, in so ganz klassischen Kategorien denkt, könnte man sagen, okay, das widerspricht sich ja irgendwie. Mhm. Aber ich denke mal, ich gehe mal davon aus, vermute mal, du siehst das auf jeden Fall anders, sonst hättest du beide Songs auch nicht auf eine EP gepackt. Vielleicht kannst du dazu einfach mal... Ja, also wie schon gesagt, ich finde halt, dass sich das eine überhaupt nicht ausschließt. Also du kannst ja Feministin sein und trotzdem in einer Beziehung sein. Klar. Und man kann einen empowernden Song schreiben, genauso wie man auch ein Liebeslied schreiben kann. Aber ich finde, es gibt noch mal auch bei Liebesliedern so ein bisschen so ein Range. Also es gibt halt Liebeslieder, die halt so sehr unterwerfend sind. Und dann gibt es halt auch welche, wie Green Eyes zum Beispiel, der halt eigentlich trotzdem halt so voll selbstbewusst und stolz ist. So. Ja, ich finde auch, also ich habe dann auch in dem Kontext viel über Liebeslieder nachgedacht und ich finde es voll schwierig irgendwie, also ich finde es schwierig, irgendwie gute Liebeslieder aufzutun, weil die meisten, die man kennt, auch die meisten, die man aus dem Radio kennt oder so, bedienen ja dann entweder so 0815-Plattitüden, so irgendwie komische Metaphern oder Bilder, die man schon oft gehört hat.
Oder das Narrativ ist halt irgendwie immer das Gleiche. So, ich habe das Gefühl, manchmal so als Frau hat man entweder die Chance, also entweder ist man in dem Liebessong die Angebetete, Ja. so, zu der hochgeschaut wird, Ja. die erreicht werden will. Oder man ist halt diejenige, die so vor Herzschmerz am Boden Ja. zergeht und weil das wahrscheinlich auch noch sehr, sehr binär gedacht ist, dieses Liebeslied, natürlich den Mann ihrer Träume nicht kriegt. So. Deswegen ist ja irgendwie klar, dass du diese Art von Liebeslied natürlich nicht machen willst und dass es auch nicht die Art von Liebeslied ist, die daneben im Power in den Songs stehen kann. Deswegen, wie gehst du denn an Liebeslieder ran, wenn du sie schreibst? Was muss denn für dich irgendwie ein Liebeslied können oder was darf es irgendwie auf keinen Fall? Ja, also ich finde es schwierig, so zu sagen, ob man irgendwas darf oder nicht. Also es ist ja, es soll in erster Linie irgendwie aus dem Herzen kommen. Ja, fair. Und ja, genau, also so gehe ich da halt auch dran. Ja. Ich find jetzt nicht, dass es da irgendwie darf oder ja. darf nicht gibt. Aber du machst dir schon Gedanken irgendwie über das Narrativ, das du dann auch wählst, weil du ja schon irgendwie auch sagst, es war dir irgendwie wichtig, das Green Eyes irgendwie auch so eine selbstbestimmte Position, dass du da eine selbstbestimmte Position einnimmst und irgendwie vertrittst und nicht ja. dieses Hey, ich bin verliebt, yay. Ja. 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 Ja, fair. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, um vielleicht dieses Empowernde und dieses Liebeslied nochmal zum Abschluss ein bisschen so zusammenzuführen. Gibt es denn auch empowernde Liebeslieder? Wir haben das jetzt ja gerade so ein bisschen getrennt voneinander betrachtet. Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob mir jetzt eins einfällt. Fällt dir eins ein? Ich überlege auch gerade. Ich habe mir die Frage überlegt, aber keine Antwort darauf. Lass mich hier überlegen. Gibt's bestimmt. Ja. Fällt einem jetzt vielleicht nicht ein. Aber gibt's ja. safe. Ja. Wir liefern die nach. Wir liefern die nach. Wir einigen uns darauf, dass es sie auf jeden Fall gibt. Ja. Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest, Amelie. Sehr gerne. Dankeschön. Sehr gerne.